Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Ash unterwegs und es ist nicht Evil Dead. Dementsprechend folgendes Setup am Start. Wir schaffen das, Adrenalin, beweise dich und Tabs Verdacht. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Let's go. Wenn jemand die Einheiten vergisst. Optik und Photonik. Oh, okay. Ist Photonik dann eher halt so Richtung Richtung was mit Lasern oder was? Oder die Einheiten sind der Grund, warum du überhaupt mal nicht mal auf Lösung kommst. Sascha wollte Physiker, aber zu wenig Leute wollten das. Ja, wir hatten sogar einen relativ großen Physik-LK. Wir hatten auch zwei Mathe-LKs. Also. Keine Ahnung, was an unserer Schule los war. Digga, was willst du denn von mir jetzt? Ist das ein Bot oder was? Ey, du hast sie doch gar nicht gelegt. Hä? Junge, das ist ein Bot. Not gonna lie. Den hätte ich sogar besser programmiert. Ey, Timo ist einfach direkt aus der Falle raus. Aber Trapper wollte auf die Map oder war das einer von euch? Was stimmt mit Grants Schule nicht? Ich weiß auch nicht. Aber wir hatten zwei Mathe-LKs in der Oberstufe bei uns. Ein Chemie-LK gab es auch. Ich glaube, es gab sogar zwei Geschichts-LKs. Oder? Gab's? Ne, ich glaube, es gab nur einen. Aber ich bin mir gerade unsicher. Könnte auch zwei gegeben haben. Doch nicht normal. Er hat doch immer noch keine Falle hier gelegt, oder? Es ist auf jeden Fall ein Konsolenspieler, so wie der die Kurven immer nimmt. Er hat ja gar keine Kurvenlage. Schluck erstmal die Palette, du Luder. Ich renne lieber in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Typen ist, aber der ist mir suspekt, Leute. Der ist mir wirklich ein bisschen suspekt. Drück Escape und finde es heraus. Ich habe Angst vor der Antwort, wenn ich ehrlich bin. Okay, der Killer wollte hierher. Du hattest die klassische Kombi aus Deutsch und Bio. Was, wie? Das ist eine klassische Kombo? Ich hatte Mathe Physik, das ist eine klassische Kombo. Macht er nachher nöt, nöt, aber sowas von. Oder der will den Trapper. Ist die eine Aura hier jetzt nicht vom Trapper irgendwie? Der Typ ist einfach komplett lost, ehrlich. Das ist ein Bot, Leute. Das kann mir doch jetzt niemand erzählen, dass da jemand sitzt. Der hat eine Challenge, das Spiel switcht 3 Monate oder so. Warum man das tun sollte, keine Ahnung, aber der macht's. Ein krasser Dude. So, da wird Mariechen erstmal ein bisschen baumeln gehen. Ich habe ja Tabs Verdacht dabei, Leute. Das heißt, Marie hat sich einfach freigewickelt. WTF, das kannst du doch niemandem erzählen. Der macht doch ein soziales Experiment, Leute. Und ja, ich weiß, ich werde dafür noch die Karma-Schelle bekommen, aber das ist es mir wert.
Das ist es mir wert, Leute. Paletten-Action, das wäre schon wild jetzt, aber ich bin leider viel zu weit weg. Weniger als bei Jesse. Hat Marie langt noch nicht so tief in die Taschen als Hexe, okay. Du hoffst, alle Konsolen geben mir die Karma-Schelle. Verdient habe ich. Sehe ich ja ein. Aber ihr müsst schon zugeben, das ist sehr wild, was der da macht. Ich sehe noch zwei Totems. Ich würde mal sagen, ich kümmere mich um die Totems. Einfach nur, ne? Was man hat, hat man. Damit ich die Nötschelle nicht als Karma-Schelle bekomme. Hallo, Ratti. Na? Oh. Hallo. Ich hab eine Ratte auf dem Kopf. Ah, geht nicht ganz. So, was ist da hinten los? Mariechen lässt sich wieder hängen. Ich geh mal hin. Ich hab ja auch, wir schaffen das. Ich muss ja auch noch ein paar Hilfskategorie-Punkte mal sammeln hier. Die anderen können ja mal Gens machen. Was soll's. Oh, der Bengel ist hier noch. Ja, Marie, wir schaffen das. Moonlight wird gerade gejagt. Und da vorne wäre sogar ein Generator. Kann man da mit zwei Mann rein? Würde theoretisch gehen. Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Ja, sehr gut. Nice. Da kriege ich nochmal ein bisschen was am Punkten hier. C-Kategorie. Wie sieht's aus? Ah, schon fast voll. Dann gehe ich lieber helfen. Marie, du machst das. Ich glaube an dich. Genauso wie an das fliegende Spaghetti-Monster. Hä? Nö. Was für eine Random-Trap. Da trete ich bestimmt noch rein. Also der bringt den Begriff Random-Trap aber auf ein ganz neues Niveau. Schon wieder freigewiggelt. Was macht er denn immer? Leute, der spielt nicht ernst. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das real ist, was der macht. Da sind auch überall mehr als genug Haken. Der trollt. Lumanda, Flammenwurf. Der will in den Keller bringen. Ah, warte. Ich dachte irgendwie, der Keller wäre in der Mitte. Das könnte dann theoretisch sogar sein, wa? Dachte, der hat eine Quest. Oh! Ich hab die Nötschelle richtig gespürt. Es sind sogar noch zwei Totems. Ey Leute, ich hab die Nerd-Challenge schon einfach richtig gespürt in meinem Körper. Oh mein Gott, in meiner Wahrnehmung war ich schon tot. Oh mein Gott, ich hätt's ihm gegönnt. Ich hätt's mir auch gegönnt. Also, ich hätt's ihm gegönnt. Ich hätt mir gegönnt, auf die Fresse zu bekommen. Weil ich hier schon wieder solche Sprüche gemacht habe, aber ich habe auch gegönnt, dass ich noch rauskomme. Adrenalin hat sich ja nicht so gelohnt. War das falsch mit dem Kerl? Ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie auch lustig. Es ist auf jeden Fall eine lustige Runde. Wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur ein soziales Experiment. Vielleicht macht er auch ein Roleplay, wer weiß. Es wäre ein Win-Win für alle, ja. Soll ich aufmachen oder wie ist die Lage? Moonlight wird gejagt. Moonlight kommt hierher. Oh, Moonlight geht noch down? Ja. Oh, wie wild ist es, wenn ich das jetzt versuche? Ah, zu wild. Later. Okay, okay. Er trifft mich einfach, obwohl ich mich bewegt habe. Was ist los bei ihm? Ein RP mit sich selbst. Hey, du weißt ja nicht, vielleicht streamt er ja auch gerade und macht irgendwie krasses Roleplay halt, ne? Ich komme jetzt bestimmt wieder an den normalen Haken. Junge, Alter, guckst du an. Da wurde jemand greedy. Ja, ich meine, ganz ehrlich. Erste Mal am Haken hier. Ich glaube... Oh, da hat jemand die Rina gemacht. Ich glaube, da tritt jemand noch in die Falle. Oh mein Gott. Einfach nur lustig. Ich hoffe, ich würde so alle erwischen. Das wäre so lustig einfach. Ich würde das so feiern. Verdient hätte er es zwar nicht, aber es wäre schon geil.
Man muss auch mal gönnen können, ne? So, rubbeln wir uns jetzt alle nochmal hoch und dann retten wir Moonlight noch, oder was? Da ist jemand. Sehr geil. Okay, Leute, come on, come on. Wir müssen Moonlight noch helfen. Jetzt können wir hängen lassen. Nee, nee, nee. Das können wir nicht bringen. Ist auch so nah am Ausgang. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen mit den Fallen. Lasst einfach Grants zurück und gönnt dem Killer. Ich weiß nicht, eigentlich könnte man dem Killer wirklich was gönnen. Ich glaube, das ist auch ein netter Boy. Aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass er auf Steam spielt, zumindest. Ich würde sogar sagen, er spielt halt nicht PC. Guck mal, er geht sogar mega weit vom Haken weg. Wir müssen zum anderen Ausgang laufen, Leute. Ich glaube, er hat den hier getrappt. It's a trap, Herr. Was? Die haben sogar noch... Wow, die haben Moonlight noch hochgeheilt, Leute. Wollen wir noch versuchen, jemanden zu sandbaggen? Oh, hier ist auch eine Falle. Da ist jemand in die Falle nochmal getappt. War das die Falle am Ausgang? Das wäre sehr wild. Und jetzt Blutwächter, Leute. Und er kriegt noch alle. Das wäre auch geil. Leider nicht. Leider nein. Okay, Leute. Aber wir sind mit 4 Mann rausgekommen. Weil die Handpuppe hat auch überlebt. Die anderen sitzen am anderen Ausgang, ne? Ne, da. Das sind noch Punkte, die ich da sehe. Hilfskategorie. Die kann ich noch gebrauchen. Komm her, ihr doch. Hilfskategorie habe ich mir noch nicht voll. Mann. Naja, gut. Aber immerhin, Blutpunkte technisch sollte das ganz gut was geben. Warum immer Moonlight? Aber in welche Falle bist du getappt? Die am Ausgangstor? GG auf jeden Fall an den Bot. Krass, was KI schon leisten kann inzwischen. Ja, keine Ahnung. Ach, guck mal. Die werden zufällig... Ah, okay. Deswegen, die Random Trap hat er wahrscheinlich nie aufgesammelt. Einmal einen Trapper zum Mitnehmen, bitte, Leute. Das hat auch schon mal sehr gut geklappt. War auf jeden Fall eine mega lustige Runde. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir beim Zocken. Und falls dem so ist, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.